Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Tja, irgendwie scheint es mir so, als sehnten sich CDU und FDP aus ihrer Sicht so in verklärten, guten, alten Zeiten zurück, dass sie hier in der Opposition auf einmal die Koalition wiederbeleben wollen. Sie knüpfen an die Zeiten von Schwarz-Gelb und in Bund und Land an, wenn sie hier nämlich lediglich Arbeitsplätze in der Industrie betrachten und sonst mal gar nichts, wenn es um die Energiewende geht. Natürlich ist es wichtig, dass es in Zukunft eine Befreiung von der EEG-Umlage, von dem internationalen Wettbewerb stehenden energieintensiven Unternehmen oder Branchen gibt. Da stehen wir ganz klar auch mit der SPD natürlich zusammen. Und auch wir setzen uns dafür ein, dass es nicht zu den vorgesehenen Veränderungen beim Eigenstromprivileg kommt. Aber eben nicht nur für die Industrie, sondern auch für erneuerbare Energienanlagen und für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Sie, liebe Kollegen von CDU und FDP, lassen jedoch alle anderen Aspekte der Energiewende und EEG-Debatte komplett unter den Tisch fallen. Lieber Herr Kufen, Sie riefen hier gerade, die Akzeptanz ist wichtig. Wo ist sie denn in Ihrem Antrag? Sie gehen eben mit solch einem Antrag hier, machen Sie sich selbst zu Gefangenen Ihrer eigenen eindimensionalen Betrachtungsweise. Und lieber Herr Ellerbrock, Sie haben gerade selber zugegeben gesagt, Sie haben alle Konfliktthemen einfach mal außen vor gelassen und nur einen Aspekt hier aufgenommen. Und die angeblich so zerstrittene rot-grüne Landesregierung oder die sie tragenden Fraktionen haben es aber hinbekommen, in einem Antrag viele Aspekte unterzubringen. Ich hoffe, Sie merken da selbst, dass an Ihrer Argumentation irgendwas schief ist. Sie fragen sich vielleicht dann gerade selbst, so sehen Sie gerade jedenfalls ein bisschen aus, welche Dimensionen denn bei der Energiewende-Debatte jetzt hier in Ihrem Antrag fehlen. So haben Sie jedenfalls eben auch argumentiert. Ich sage es Ihnen gerne. Für uns ist die Investitionssicherheit auch in der erneuerbaren Energienbranche sehr, sehr wichtig. Und da ist ein wichtiger Aspekt, den wir im Referentenentwurf gesehen haben, die sogenannte Stichtagsregelung. Und es ist ein Unding, innerhalb von wenigen Tagen im Grunde genommen zu erwarten, dass bis zu dem Zeitpunkt die Anlagen, die dann genehmigt sind, dann eben noch in die Förderung kommen, alle, die danach irgendwie noch im Planungsablauf sind, einfach nicht mehr. Damit sorgen Sie für erhebliche Verunsicherungen. Es stehen einige Investitionen vollkommen auf der Kippe und da unterscheiden Sie auf einmal zwischen guter und böser Investitionssicherheit. Beim Thema der Ausschreibung, auf einmal sehen wir im entsprechenden Referentenentwurf das Thema verpflichtende Ausschreibung ab 2017. Das ist in so kurzer Zeit. Wir sind der Meinung, man muss dieses Instrument zunächst einmal ausprobieren und genau testen und gucken, was für Auswirkungen hat es. Was für Auswirkungen hat es gerade für die Branchen, für die Bereiche, die die Energiewende groß gemacht haben, für Bürgerenergiegenossenschaften, für Zusammenschlüsse. Und genau da muss man erst mal ran. Und man kann nicht einfach übermorgen ein solches Instrument hier einsetzen. Ja, 3 Jahre, das ist in dem Bereich, ist das übermorgen. Wenn wir im Bereich der Windenergieanlagen Planungszeiträume von 3 bis 5 Jahren haben und es eben gerade kleine Unternehmen und viele Bürgerinnen und Bürger investieren, dann sind 3 Jahre im Grunde genommen übermorgen. Kommen wir genau zu dem Aspekt der Windenergie. Und da ist es für uns einfach unverständlich, so einen Deckel, wie es Minister Gabriel hier bisher vorgeschlagen hat, genauso durchzuführen. Dann gucken wir uns einmal an, was wir für Ziele in Nordrhein-Westfalen haben. Umgerechnet auf jedes Jahr wären dann in Nordrhein-Westfalen ein Zubau von 600 Megawatt notwendig. Und der Deckel im Bund ist aktuell geplant in Höhe von 2500 Megawatt. Und ich glaube nicht, dass eben die anderen Bundesländer es uns durchgehen lassen würden, wenn 1/4 des geplanten Ausbaus in Nordrhein-Westfalen käme. Und ich zitiere dann gerne auch noch mal eine andere Informationsquelle, die ich ebenso eindrucksvoll finde, mit dem Brief der Bürgermeister, nämlich den Deutschen Landkreistag. Die schreiben in einer Pressemitteilung: Die Einführung eines Ausbaukorridors für die Windenergie an Land halten wir für kontraproduktiv. Und
Auch beim Thema Mindestabstände ist der Deutsche Landkreistag sehr, sehr kritisch. Sie sagen, kritisch sehen wir zudem die verstärkte Differenzierung der Einspeisevergütung nach Standortqualitäten. Hier droht die Gefahr, dass sich Windkraftanlagen selbst in Mittelgebirgslagen kaum noch rechnen, Refinanzierungsschwierigkeiten inbegriffen. Milliarden an Investitionen allein in Nordrhein-Westfalen sind gefährdet, nicht nur durch die Stichtagsregelung, sondern auch durch die vorgeschlagenen Kürzungen bei mittleren bis guten Standorten. Das sind wirtschaftliche Aspekte der Energiewende, die Ihnen, Kollegen von CDU und FDP, auch gut zu Gesicht stehen würden, wenn Sie diese Investitionssicherheit mit unterstützen würden. Mit uns ist eine Unterscheidung in notwendige Investitionssicherheit und gute Arbeitsplätze in der Großindustrie und Arbeitsplätze und Investitionssicherheit in neuen Branchen, die man Ihrer Meinung ja schon mal aufs Spiel setzen kann, nicht zu machen. Wir haben beide Aspekte und Facetten im Blick. All diese Aspekte und die konkreten Forderungen, an welchen Stellen der Referentenentwurf des EEG noch verändert werden muss, finden sich in unserem gemeinsamen Antrag. Und Sie, Herr Kufen, süffisant anmerken, selbst bei uns Grünen wäre jetzt mal angekommen, dass das EEG verändert werden muss. Sie wissen schon, warum die Eile jetzt gerade beim EEG eben notwendig ist, weil eben Schwarz-Gelb jahrelang an der Stelle nichts gemacht hat und weil es massive Ausweitungen bei den EEG-Umlagenbefreiungen gab. Und es wäre schön, wenn bei Ihnen die positiven Aspekte auch mal ankommen würden. Und wenn ich bei den positiven Aspekten bin, dann habe ich schon ein wenig Hoffnung auf den Redebeitrag Ihres Kollegen Herrn Hovenjürgen gleich. Und da tun Sie mir ehrlich gesagt dann schon ein bisschen leid. Denn eigentlich sind Sie, Herr Hovenjürgen, ja jemand, der mehr Facetten der Energiewende sieht und dem es ja manchmal sogar viel zu langsam geht eigentlich. Und daher bin ich gespannt, welche Argumente Sie, Herr Hovenjürgen, gleich aus dem Hut zaubern werden, um unseren fundierten, umfassenden Antrag abzulehnen. Denn springen Sie eigentlich mal dann doch über Ihren Schatten, geben Sie sich einfach einen Ruck und unterstützen Sie uns bei diesen Verhandlungen im Bund, indem Sie unseren Antrag zustimmen. Herzlichen Dank.